Wir haben uns kennengelernt, also ihn jedenfalls, habe ich kennengelernt in einem Gespräch über Kleidung. Ich sage mal dazu, wir leben ja in den besten Klimazonen der Welt. Das werden Sie nicht so sehen, aber wenn man es objektiv sieht, auf diesem Erdball sind die sogenannten gemäßigten Zonen die mit Abstand besten Klimazonen, nicht die Tropen, nicht die Sonne. So. Das wird sich noch irgendwann herumsprechen, aber so. Es wäre natürlich viel gewonnen, wenn wir den Menschen helfen würden, über diese grauen Wolken und die Zeiten hinwegzukommen, wo es regnet, Dauerregen und so weiter. Kleidung. Bei Kleidung denkt man so an Mode. Kann man nicht Kleidung auch völlig anders angehen? Jetzt sind Sie dran. Vielen Dank, Professor Faltin, erst auch mal, dass Sie Julia und mich hier eingeladen haben. Unser großes Konzept ist das große Konzept Kleidung, die verbindet. Also auch gerade über diese Phasen der mentalen Tiefe bzw. depressive Phasen hinwegzukommen. Und wir haben uns damit auseinandergesetzt, wie kann Kleidung eine Person umarmen? Also jetzt nicht über eine technische Hilfestellung, sondern wir haben uns die Frage gestellt, was ist überhaupt eine Umarmung? Bei dem Baby zum Beispiel könnte man beobachten, es gibt, und ich komme auch gleich auf unsere Idee zu sprechen, es gibt den Ansatz, dass man das Baby vor sich trägt und einwickelt, um es zu beruhigen. Und diesen Effekt, diesen Beruhigungseffekt, versuchen wir architektonisch in das Kleidungsdesign einzubauen. Und wir haben auch ein paar kleine Prototypen mitgebracht, die wir gerne verteilen wollen würden. Bleiben wir noch einen Moment noch bei der Idee, ja, dann verteilen wir die. Mir ist damals auch aufgefallen, Sie laufen immer barfuß herum, also Kleidung von Schuhen halten Sie nicht viel. Ja, die Frage ist, was machen denn Schuhe? Schuhe trennen uns von der Erde, von dem Boden, auf dem wir tagtäglich laufen. Und wenn ich barfuß laufe, wenn ich also meine Schuhe ablege, stelle ich diese Verbindung wieder her. Ich spüre meinen eigenen Körper, ich spüre meine eigenen Fußsohlen und ich spüre den Boden unter mir. Und das, soll das nicht ist die Parallele zu unserem Konzept. Aha. Wir verstehen uns nicht nur als Designer von Kleidung, wir verstehen uns vielmehr als Connection Designer. Wir schaffen eine Bindung des Menschen zu sich selbst, eine Rückverbindung zum eigenen Körper, zum eigenen Körpergefühl, die vielleicht verloren gegangen ist. Und das mag jetzt wirklich hippie-dippie klingen. Es geht aber darum, ein taktiles, wie lerne ich überhaupt die Grenzen meines Körpers kennen? In der Uni sitze ich die ganze Zeit so da, geht alles hier und hier rein, klar. Aber wirklich mich bewegen oder zu verstehen, wie ich mich bewege und ein Feedback in der Kleidung haben. Das ist die Frage, die wir uns gestellt haben. Wie können, also ein haptisches Kleidungskonzept. Das ist die große Überschrift. Genau, Kleidung nicht mehr visuell denken. Kleidung tragen wir nicht an den Augen, wir tragen die Kleidung am Körper. Darum ist es ja das Naheliegendste auf der Welt, dass die Kleidung unseren Körper in irgendwas unterstützen soll. Ich meine, wir tragen sie sowieso. Warum soll sie uns dann nicht gleichzeitig auch Stärke oder Geborgenheit geben? Das wäre doch einfach Stärke. Sinnvoll. Stärke und Geborgenheit sind die beiden Phänomene, mit denen wir uns beschäftigt haben. Also es geht hier nicht um irgendeinen esoterischen Quatsch. Haben wir auch schon. Wir hatten jemanden getestet, der lief vorbei. Wir haben ihm kurz erzählt, worum es geht. Und ihr seid echt bekloppt und geht weiter. Also total, dachte, wir sind halt super Esoteriker. Es geht hier um wirklich physiologische Resonanzen des Körpers. Wenn jemand aufgeregt ist in einer Stresssituation, und ich rede nicht von jedem Menschen, dann würde eine Umarmung eine Beruhigung hervorrufen. Also Kleidung, die umarmt, ja. Sie sagen, weg von diesen modischen Sachen, der Faltenwurf oder der Rock ein bisschen kürzer oder länger, sondern radikal weg und eine Art, also Verständnis von Kleidung, wie harmoniert mein Körper, kann man das so aussagen, wie harmoniert mein Körper mit Kleidung? Einerseits das und wie kann Kleidung die natürliche
eine natürliche Stütze für meinen Körper sein, sozusagen. Also mein Körper, der Körper will von Natur aus aufrecht stehen, aber wir fallen immer in so eine krumme Sitzhaltung zurück. Oh, das klingt ja wie ein Korsett. Ah. Ja, und das war eben unser Anspruch. Kein Korsett, kein Wundermittel, das mit einem Schnipp die gewünschte Wirkung erzielt. Den Anspruch können wir nicht erfüllen, das ist ja Unsinn. Wir sind keine Wunderheiler. Nein, wir haben vielmehr die Idee gehabt, eine kleine Stütze zu geben, eine kleine Hilfe, den Rest muss der Körper selbst schaffen. Das ist ein kleiner Schritt zu einer, nicht einerseits natürlich optisch besseren Haltung, aber auch ein Schritt der Selbstentfaltung. Das ist unser Ziel. Ich hatte ihn damals im Gespräch auch so verstanden, es geht auch ein bisschen um Klima, also dieses Draußensein in der Natur ein Stück weit zu erleichtern oder gerade bei schlechtem Wetter ein Stück weit auszuhebeln, indem man intelligente Gleitung macht. Die Wärme, Nässe, meistens saugt sich ja das Zeug voll. Ist das mit drin in Ihrem Konzept? Also, bitte. Ja, das wäre sozusagen der nächste Schritt, den wir noch gehen müssen. Wir sind immer noch beim Konzipieren, der Prototyp entwickelt sich ständig weiter. Und in der Materialforschung, da müssen wir noch Arbeit leisten, da müssen wir uns noch informieren. Nichtsdestotrotz können wir sagen, dass es jetzt, also die Frage ist ja, warum kümmern wir uns um dieses Thema jetzt? Hätte man ja auch vor 100 Jahren machen können. Die Realität ist, dass sich in den letzten 250 Jahren ungefähr Kleidung von ihrer Funktionalität hauptsächlich im Sportsektor verändert hat. Wir gehen zu Adidas, Matthew Heimers in Herzogenaurach, der arbeitet zusammen mit dem FC Bayern und der hat das MyCoach-System entwickelt. Was passiert dort? Die Kleidung übernimmt das Messen der Herzrate, der Atemfrequenz und so weiter und der Coach sitzt am Rand und sagt, ja super, habe ich jetzt in Echtzeit hier auf dem Monitor. Das heißt, die Technologie ist so weit, die Stofftechnologie, dass wir mit verschiedenen Drücken arbeiten können in der Kleidung, dass wir verschiedene Resonanzen im Körper hervorrufen können. Durch die Architektur der Kleidung. Ja. Ja. Also Hightech auf Kleidung. Und beim Sport, sagen Sie, ist es schon funktional, während wir sonst im Alltag noch nach irgendwelchen überholten, eigentlich modischen Prinzipien uns anziehen und nicht nach Bequemlichkeit, Stütze oder so. Und wir gehen 5 bis 10 Jahre ungefähr in die Zukunft und dann wird es auch nicht fern sein, Kleidung 3D zu drucken, Textilien 3D zu drucken. Wir gucken uns Google Jacquard an. Derzeit ein Projekt, In Mai haben sie publiziert über ihre neue Stofflichkeit. Also sie haben Textil entworfen und leitende Faser mit eingebaut. Das heißt, man kann Bewegung an der Kleidung abmessen. Das heißt Druck und Bewegung. Google möchte das natürlich hauptsächlich zur Steuerung von digitalen Endgeräten verwenden. Unser Ansatz ist da ein bisschen anders. Bei uns geht es darum, wie kann man durch Eigenberührung bzw. die Umarmung eine Verbindung zu sich selbst schaffen, seine Haltung öffnen. Und dann, also da würde man den Prototypen. Jetzt gucken wir mal die Prototypen. Wollen wir das mal machen? Jetzt okay, gucken wir die an, ja. Wir haben gedacht. Ich bin gespannt. Wir machen. Größe ungefähr geschätzt, ich hoffe es passt. Da wollen wir mal nicht kleinlich sein. Und welches wollen wir zuerst machen? Wollen wir erst Christo spielen und Professor Faltin einhüllen? Schau mal, schwarz ist die richtige Farbe. So, was kriege ich jetzt verpasst? So, das sieht erstmal großartig aus. Dann muss ich wohl rein? Ja, hier schon. Möchte das jemand ungefähr ausprobieren? Wir haben noch 7 kleine Prototypen. Großartig hier. Das sind kein Problem. Das MVP, the most viable product, also die eigentlich kritische Funktion, die hier drin steckt. Das erklären wir gleich noch. Da ist jetzt das Mikro im Weg. Soll ich das mal irgendwie? Bitte. Brauchen wir das Mikro? Was habt ihr Technik? Brauchen wir. Ja. Über das tun wir. Komm, geht sofort weg. Ja. Geht's? Ich dachte, wir machen das Mikro kurz ab, dann wickel ich sie ein und dann. Oder so. Ja. Ich kann es halten. Das wird eng. Das wird ein bisschen eng, genau. Ist das ist zu eng? Ja. Ich halte es aus. Ja. Ah.
here we go. Und zack. Halte ich jetzt hier oder so. Relativ eng, also ich kann nur, ist eng. Jetzt stehe ich aufrechter wie vorher. Ich mache das mal einen kleinen Stück. So. Und wie fühlen Sie sich sonst so? Ein bisschen beengt, aber sonst nicht. Also ich glaube, ich stehe aufrechter wie vorher. Irgendwie hat es was. Also eher, ja. Erklären. Genau. Wofür ist das gut? Ja. Du hast auch so ein Ist Ihnen aufgefallen? Sie wollen es wieder. Du hast ja. Das Verkehrsraum. Das ausgeschnittene Teil muss oben sein. Das schon. Ja. Gut. Am besten, Sie kommen auch mit nach vorne. Jetzt kommen. Ja. Wofür ist das gut? Das ist jetzt hier eine Rückenstütze. Ja, genau. So, wie geht das jetzt? Ja. Wie ein Rucksack, genau. Also das ist. Also ist letztendlich wie ein Rucksack. Also es hat was. Also es hat komm, was. Gehen wir sofort rüber rein. Wenn man sich dann ein bisschen am Anfang ein bisschen beengend und man muss ein bisschen tiefer Luft holen. Es gibt unbedingt Halt. Ja, das ist richtig. Ich habe das Gefühl. Aber Umarmung vom Arm finde ich nicht. Genau. Das ist auch nicht der volle Prototyp. Das ist nur der kleine Teil, der hier eingenäht ist. Wie Sie gesehen haben, das ist ja ein ziemlich großes Teil. Da ist das ist quasi ein Wickeldesign. Das kann ich hier an meinem Prototyp direkt mal demonstrieren. Also man hat hier also die Torsionskraft. Wenn man ein Baby nimmt und das einwickelt. Ich kann ja mal nach vorne kommen, dann sieht das jeder. Dann gibt es auf dem Bauch einen Feedback. Und zum Zweiten hat man oben den Gummi an der Schulter, das wie in den Gummis, genau. Und hierzu sei noch eine Sache gesagt, das sind jetzt Prototypen, bei denen geht es hauptsächlich um die Funktion. Also welche Resonanz kommt aus dem Körper hervor? Das muss im Endeffekt nicht so aussehen. Wir haben auch darüber nachgedacht, das als Untershirt zu kreieren. Mit kleinen Stellen von Neopren zu arbeiten zum Beispiel und einen durchlässigeren Stoff mit einzunähen. So, und das ist erstmal soweit zur Umsetzung und was das jetzt, in welcher Phase wir uns befinden. Ja. Sagen Sie mal, ein bisschen was von Korsett hat er schon. Also ich habe das Gefühl, mein Bauch bleibt ein bisschen weiter drin. Den muss ich nicht einziehen und dann wird so normal gehalten. Das ist auch ein schöner Effekt. Ist das mitgedacht? Also dazu sei eine Sache gesagt. Wir haben mit dem großartigen Professor Martin Grunwald in Leipzig, der ein Haptikforscher ist, und uns treffen können vor 3 Wochen. Und der hat einen Neopren-Anzug entwickelt. Ja, und zwar behandelt er Magersüchtige oder hat ein Konzept entwickelt, um Magersüchtige zu behandeln. Und diese Therapieform sieht vor, dass die Patientinnen einen Neoprenanzug mehr am Tag tragen über einen gewissen Zeitraum. Und die Hypothese letztendlich ist, dass die Enge des Neoprenanzugs die eigenen Körpergrenzen stimuliert und den Magersüchtigen dadurch bewusst wird, wie mager sie eigentlich sind. Es handelt sich bei der Magersucht um eine Körperschemastörung und das bedeutet letztendlich, dass diese Frauen in den Spiegel gucken und sich einerseits eine dickere Version ihrer selbst sehen, aber sich tatsächlich auch dicker fühlen. Wenn sie ihren Oberschenkelumfang legen sollen, dann messen sie eine so lange Schnur ab, obwohl das eigentlich so kurz wäre. Da hat Professor Martin Grunwald zwei Theorien entwickelt. Es gibt einmal das Körperbild und das Körperschema. Das Körperbild ist das, was ich über mich selbst erfahre, wenn ich in den Spiegel schaue.
Das Körperschema, und deswegen haptisches Kleidungskonzept, ist das, was ich wahrnehme, wenn ich meine Gelenke bewege. Also ein Kugelgelenk gibt meinem Gehirn mehr Informationen als ein Scharniergelenk. Und er hat getestet diese magersüchtigen Frauen wie folgt. Sie mussten mit ihrer linken Hand eine Textur wahrnehmen und haben dann mit der rechten Hand die Textur nachgezeichnet. Und im Gegensatz zur Kontrollgruppe hat man festgestellt, dass die Dimension der Zeichnung bei den magersüchtigen Frauen um einiges kleiner war. So, und das Problem, also ich weiß nicht, wie viele von Ihnen schon mal einen Neoprenanzug angehabt haben, aber die Dinger sind nicht sonderlich alltagstauglich. Man schwitzt darin und es ist nicht sonderlich angenehm. Und daher unsere Version dieses Konzepts, wie kann ich meine eigenen Körpergrenzen erfahren, ohne mich in einen Neoprenanzug zwängen zu müssen? Wie kann ich dieses Gefühl alltagstauglich machen? Nochmal, das ist ein Selbsterfahrungskleidungsstück über meine Körperstruktur, Körperschema. Mhm. Das hilft mir, bewusster zu werden über meinen Körper. Also was ist letztlich das Ziel? Was wollen Sie, what are you shooting for? Zwei Phänomene zu erreizen oder ein Hilfsmittel zu kreieren, das den Körper in der Öffnung unterstützt und entweder Stärke gibt oder ein Gefühl von Geborgenheit. Also das wäre jetzt, und das sind unterschwellige Phänomene. Wir hatten uns zum Beispiel mit einem Fußballer verabredet, der meinte, kurz bevor ich diesen Elfmeter schieße, das Stadion ist voll, meine Mannschaft ist hinter mir, ich weiß, ich stehe jetzt aber hier ganz alleine, muss den Ball reinschießen, mir geht die Pumpe. Und als wir ihm davon erzählt haben, ganz instantan sagte er, ich will so ein Ding haben, ich will das anprobieren. Er wusste, dass es ihn beruhigt. Also wir haben es ihm dann auch gegeben und er hat uns das bestätigen können. Das geht auch in die Richtung Autismusforschung. Also ich höre raus, kann man sagen, das ist eine Gleitung gedacht für Geborgenheit, ein Geborgenheitsgefühl. Deswegen haben Sie auch mit dem kleinen Kind angefangen. Aha. Kann man das so sagen? Das wäre für Geborgenheit, weil man hat ein komplettes Körperfeedback. Das da drüben ist eher, also ich sehe einmal, okay, ich stehe jetzt, meine Haltung ist eine andere, ich bin jetzt hier nicht der hier, sondern ich bin der hier. Ja. Und zum Zweiten hat man hinten auch ein kleines Rückenfeedback an der Wirbelsäule. Ja. Okay, also das wäre eine Stärkung eher und das wäre eher ein Gefühl von Geborgenheit. Ja. Es sieht ja, der hat entfernt ein bisschen Ähnlichkeit, wenn man sich noch länger denkt, wie so eine römische Toga. Aha. Das war ja auch eigentlich ein sehr praktisches Kleidungsstück. Ich weiß nicht, warum die Modeleute nicht ein bisschen Anleihen auch nehmen von klassischer Kleidung. Und vielleicht könnte man das ja verbinden. Aber gut, das ist etwas, was Sie jetzt ausgearbeitet haben. Soll es verkauft werden? Was sind die nächsten Schritte? Also wir befinden uns derzeit in einem 18-monatigen Prozess. Die ersten 4 Monate haben wir schon hinter uns. Das sind sozusagen die Phasen, in denen wir uns getroffen haben, zum Prototypen, mit Experten sich unterhalten, zum Testen raus, zum Nutzer hingehen und schauen, wem würde das jetzt am besten helfen, wer würde da am meisten Nutzen von tragen. Und die nächsten 12 Monate, wir haben vom Experience Institute in Chicago ein Stipendium bekommen, mit Projektpartnern in den USA und in Europa an diesem Projekt weiterzuarbeiten. Toll. Also dann vielen Dank. So. Das sind die richtigen Leute, ja. Genau. Und es geht, wie gesagt, es geht in die Richtung herauszufinden, welche Materialien sich am besten eignen. Wer sind die optimalen Kunden, das rauszufinden in dem Jahr. Und dann die Firma dingfest zu machen. Gut. Also ambitioniert, aber wir hoffen, dass das irgendwie... Und irgendwann kommt das zum Angebot und... Wir haben die erste Bestellung gestern erhalten. Ah. Also ich sag's mal knapp, es ist die Revolution des Kleidungsmachens. Dass man wegkommt von diesem Modischen hin auf, was kann man mit Kleidung alles machen. Und ihres wäre so ein erster Schritt oder ein erster Gedanke zu sagen, ein Kleidungsstück füllt einen ein, ist ein Stück... Geborgenheit, das finde ich eine tolle Idee. Wäre ich nie darauf gekommen zu sagen, Kleidung und Geborgenheit hat was miteinander zu tun. Ich denke immer, Kleidung ist lästig und irgendwie, mein Vater war so ein FKK-Anhänger, das war damals was Revolutionäres,
so vor 80 Jahren oder so, heute nicht mehr. Und der war in der Gegenrichtung. Aber es ist natürlich richtig zu sagen, also wenn wir uns schon Kleidung antun müssen, dann machen wir es doch mal vernünftig von der Funktion her denken und nicht von der Konvention, dass ich den Faltenwurf so oder anders haben muss. Also finde ich toll. Hat mir auch von Anfang an gefallen. Machen Sie weiter. Das hat was. Das ist Disruptive Innovation. Gefällt mir. Hoffe, wir sehen uns wieder und dann gucken wir, machen das auch ein bisschen bekannt. Vielen Dank. Und es hat Lohn. Was mir auch an diesem Konzept gefällt, ist, es hat einen hohen Unterhaltungswert. Ja. Sie müssen ja immer aufmerksam sein. Es reicht ja nicht, wenn Sie irgendein Produkt haben und das ist irgendwie klug und vernünftig. Es muss ja ins Volk gebracht werden. Und wenn man Unilever ist, hat man 5 Millionen, um sein Produkt bekannt zu machen. Als Gründer hat man 0 und kann auch nicht gegen Unilever antreten. Man muss es anders machen. Man muss es so machen, dass es wie von selber Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und das ist natürlich was, das kann man angucken, das kann man gut oder schlecht finden, aber es hat jedenfalls was, was die Menschen bewegt und irgendwie darüber reden lässt am nächsten Tag. Und das ist ja toll. Da haben Sie ein virales Marketing ganz von selber. Also das gefällt mir auch noch. Gehört zu jedem guten Konzept, dass Sie die Aufmerksamkeit, die Sie brauchen, ich nenne es absichtlich nicht Werbung, Sie die Aufmerksamkeit, die Sie brauchen, schon in Ihrem Konzept mitdenken und wenn Sie Glück haben, eben etwas haben, was da hilfreich ist. Also toll, machen Sie weiter, gefällt mir. Schön.